Damit willkommen zu unserer F1 24 Audi-Karriere. Wir sind hier in Round 3 und das bedeutet, Australien steht an. Heute wird es tatsächlich ein überraschend spannendes Rennen werden. Das kann ich euch auf jeden Fall jetzt schon mal zu Beginn versprechen. Ich freue mich nämlich mega. Australien, ziemlich cool. Auch in Qualifying male ich mir hier wirklich große Chancen aus. Abonniert gern kostenlos den Channel und lasst doch gern Däumchen rum da. 5,2 Kilometer, 14 Kurven und wenn man es genau nimmt, 4 DRS-Zonen machen diese Strecke hier wirklich zu einem brauchbaren man kann gut hinterherfahren und vor allem auch gut overtaken. Es geht los, ab in meine finale Qualifying-Runde. Die ersten Versuche haben mich lediglich auf den vorletzten Platz gebracht. Turn 1 hier leicht gerutscht, trotzdem ein paar Tausendstel gut gemacht. Es geht hier runter, ein bisschen Windschatten geht mit, bitte blockiere mich noch nicht. Pierre Gasly hier durch in den ersten Sektor rein. Viele, viele Kurven. Also natürlich aerodynamisch noch nicht ganz on point. Rutsche neben die Strecke. Das kostet ein bisschen Zeit im Windschatten. Ganz minimal mitgenommen von Pierre Gasly. Und es gibt eine 70.000stel Verbesserung. Aber ich bin immer noch über eine Zehntel langsamer als Valtteri Bottas auf dem 18. Platz. Hier raus kann ich mich gut verbessern, das ERS nur nicht zu lange durchdrücken. Und wir sind fast bei 3 Zehntel. Es ist auf jeden Fall zu sehen, dass dieses Auto hier wirklich Probleme hat. 32.000stel bin ich gerade mal schneller als Bottas hier durch die Kurven durch. Nochmal ein paar Tausendstel gefunden. In die neue alte, sagen wir jetzt mal neue Spitzkehrkurve. Nur nicht zu spät bremsen, weil links ist halt wirklich die Gefahr, dass du ins Kiesbett kommst. Und da sind es jetzt 6 Zehntel im Delta. Ab in den vorletzten, ab in die vorletzte Kurve hier. Nur nicht verbremsen, gut rauskommen, nur nicht zu früh aufs Gas. Ja, das hat ein bisschen Zeit gekostet. Es sind 5 Zehntel, die ich mich hier verbessern kann. Ich bin gespannt, wo die Uhr stehen bleibt und wo wir starten werden. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Max Verstappen ist gestern eine fantastische Runde gefahren und startet von der Pole. Und Oscar Piastri macht die erste Reihe komplett. Und hier die restliche Startaufstellung heute. Sainz, Russell, Perez, Norris, Hamilton, Leclerc, Gasly, Stroll, Fernando Alonso, Ocon, Albon, Magnussen, Ricciardo, Bottas, Hülkenberg, Sargent, Joe, der Professor, ein Wagen des neuen Teams und Yuki Tsunoda. Die Startlichter werden jeden Moment ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke. Bei mir. Das ist dann doch eine eher herbe Enttäuschung, Leute. Ich habe mir mehr ausgemalt. Chano wieder auf dem letzten Platz. Das ist natürlich schwach, aber generell auch meine Leistung. Ich bin sehr unzufrieden damit und hoffe, dass im Rennen wenigstens ein bisschen mehr geht. Wie immer, es ist Traktionskontrolle mittels Selbstschalten, Selbstbremsen und natürlich KI-Stufe 97. Lights out und let's go hier zum großen Preis von Australien in unserer F1 24 Audi-Karriere. Wir kommen hier gut weg. Die Boxenlinie darf ich überfahren. Turn 1 nur nicht zu spät bremsen. Ja, dann muss ich mal den Weg ins Gras nehmen, verliere ich direkt 2 Plätze. Aber wir konnten einen Platz gut machen. Ebenso Chano hat auch einen Platz gut gemacht. Oh mein Gott, Leute, habt das gesehen? Wie spät ich da realisiert habe, dass ich zu spät auf der Bremse bin. Das ist der 16. Platz hinter Nico Hülkenberg und vor Kevin Magnussen. Also ich bin im Haas-Sandwich drinnen. Das bedeutet aber jetzt nicht vieles. Hier durch die Kurven, durch die Curbs hardcore rattern lassen und hoffen, dass ich es in der zweiten Runde schaffe, im DRS-Fenster zu bleiben, denn das ist hier wirklich eine wahre Rettung. Du hast Startziel, du hast diese Geraden, die nächste Gegengeraden und natürlich auch die Geraden nach der ersten Schikane. Purple im ersten Sektor, nein, das ist der zweite Sektor. Das ist mal eine große Überraschung. Ich habe natürlich viel Windschatten bekommen und auch viel ERS verbraucht. Kann ich mich hier gegen Nico Hülkenberg durchsetzen? Ganz spät bremsen. Ich sehe auch die Lücke, die sich da aufgetan hat. Eine minimale Lücke zu Daniel Ricciardo. Und ich sage nur, if there is a gap, Leute. Ihr kennt diesen Spruch. Jetzt hat sich hier wieder eine kleine Lücke aufgetan. Aber auf jeden Fall ist zu sehen, dass es hier noch einen schönen Zug gibt. Also es sind doch alle hintereinander, nur nicht den Anschluss hier verlieren. Das ist Gold wert, da dran zu bleiben. Wir gehen Richtung Turn 1, das DRS ist aktiviert, aber ich glaube, auf dieser Geraden gibt es noch keins, oder? Nein, das ist natürlich schade, weil ich gerade auch die erste Kurve ein bisschen verkackt habe. Wir gucken uns mal die Start-Replay an. Auch eine interessante Animation.
Wir hatten die drei in der Mitte und dann gleichzeitig links und rechts. Das habe ich auch so noch nicht gesehen. Mein Start an sich war eigentlich schlecht, muss ich fast sagen. Und in Kurve 1 war ich fast, ja, zur falschen Zeit am falschen Ort, würde ich sagen. Denn das hat halt viel Zeit gekostet, durchs Gras da durch zu cruisen. Eins ist auf jeden Fall zu sehen, wir können auf einer Augenhöhe mit den Sauber teilweise jetzt schon fahren. Und ich würde mal circa sagen, so im Bereich der Haasen und der, will ich auch Williams sagen, weil Albon ist halt wirklich eine Macht, gerade in dem eher schwächeren Auto. Glaube ich, sind wir auf Sargent-Niveau, aber noch hinter Albon, weit hinter Albon. Hier sieht man das ganz gut, da kann ich den Jungs da auch noch gut folgen, das ist Nico Hülkenberg. Und ich bin auch echt stolz, dass ich da gut noch mithalten kann. Auch in der vierten Runde hier, das DRS hilft halt wirklich enorm dran zu bleiben. Und ich merke doch, was die Fahrer damit meinen. Wenn du ein paar mehr DRS-Zonen einbaust in der Strecke, dann ist es halt wirklich viel besser. Wir sind jetzt hier direkt hinter den Ricardo Esteban Ocon und Alex Albon, die sich hier ja quasi zu einer eigenen Kampfgruppe abgekapselt haben. Was bedeutet für uns natürlich hier mal dranbleiben, etwas DRS schonen, weil das DRS natürlich unnormal was bringt und hoffen, dass die den ein oder anderen Fehler machen. Das ist natürlich eine ganz, ganz einfache Sache in der Theorie, aber es ist natürlich ganz, ganz schwierig, das Ganze herumzusetzen, was sich hier auch zeigen wird. Fünfte Runde, Leute, und ich rutsche hier so ein bisschen herum. Der linke Vorderreifen, der lässt auch schon, ja, so ein bisschen das Leben hinter sich. 21%, aber es sollten noch gut 5 Runden aushalten. Denn ich habe gerechnet so 8. bis 10. Runde für den ersten Stint. Aber natürlich werden wir auf den weißen Reifen gehen. Das könnte dann auch etwas früher passieren. 7 Zehntel sind wir hinten. Hülkenberg und Magnussen sind aktuell mit sich selbst beschäftigt. Was mich natürlich hier so ein bisschen in eine gute Position bringt. Ich darf halt nur nicht den Kontakt dazu den Vorderleuten abreißen lassen. Aber 1,5 Sekunden, das bedeutet auch von hinten kommt aktuell mal keine große Gefahr. Und das hatte ich wirklich schon lange nicht mehr, dass ich mal frei fahren kann. Es ist natürlich eher ein schwaches Auto, aber dass du das mal frei machen kannst. Jetzt wird es interessant, Leute. Alex Albon gegen Daniel Ricciardo. Ich versuche mich hier irgendwie einzumischen, aber nicht stark. Das war gut. Es gab ein leichtes Wheel-to-Wheel-Duell, aber das war jetzt, glaube ich, keine Kollision oder schon gar kein Wheel-Bang oder so. Aus der letzten Kurve raus, ja, da verliere ich am meisten Zeit. Der linke Vorderreifen hat schon 30%. Kevin Magnussen ist jetzt auf 16, der hat sich durchgesetzt. Logan Sargent konnte auch Hülkenberg überholen. Das ist natürlich so ein bisschen das Leid, wenn du quasi da hinten jeder das gleiche Auto hat. Jetzt hier aus der ersten Kurve raus, ich kann hier gut noch das DRS nutzen. Da ist eine gelbe Flagge. Aber ja, das ist nichts Besonderes, da scheidet nur jemand aus. Wir gehen jetzt mal zum Undercut. Setzen zum Undercut an, Leute. Ihr habt es in den ersten zwei Rennen nicht geschafft, die ja bestmögliche Pitstop hier rauszuholen. Bitte macht jetzt das Unmögliche möglich und verkackt den Boxenstopp nicht. Es geht in die Box rein. Ich habe große Hoffnung, dass es im dritten Rennen besser läuft. Und das tut es tatsächlich. 2,5 Sekunden. Jetzt habe ich ein bisschen geschlafen, denn ich, Idiot fast, habe hier zu spät die A-Taste losgelassen, was mich natürlich in eine blöde Situation bringt. Lewis Hamilton ist ausgeschieden, Mercedes auch links. Charlo ist nur 4,8 Sekunden vor mir. Bei dem läuft es auch gar nicht, würde ich mal sagen. Aber das kann ich wirklich, da kann ich nichts dafür. Ich bin selbst neu hier im Team, auch mit dem Auto. Er muss sich da wirklich dran gewöhnen. Er ist ja eigentlich auch ein blutiger Anfänger, weil er, ja, er ist zwar ein guter E-Sportler und auch in der Formel 2, glaube ich, mal gefahren, also in der Nachwuchsserie ist auf jeden Fall gefahren und da kannst du halt wirklich nicht viel sagen. Wir sind auf dem gelben Reifen eine Runde früher als gedacht, aber ich glaube, ja, zum Rennenende hin, würde ich mal sagen, macht das eh keinen Unterschied mehr, weil halt die weißen Reifen und auch das Auto immer leichter wird und ja, ich würde mal sagen, das kann gut funktionieren. Nico Hülkenberg, da jetzt vor uns mit 11 Sekunden Vorsprung, also den werden wir alle mal wiederholen beim Pitstop, aber eins ist zu sehen, die weißen Reifen sind auf Anhieb nicht da, also ich verliere auch teilweise gegen den Teamkollegen. Hier haben wir jetzt mal den Ricardo, der war mittlerweile in der Box und ist hier Einzelkämpfer. 12. Runde, wir versuchen hier unser Glück in die Kurve rein. Nein, ich wollte hier den Switchback probieren, der hat nicht ganz gebombt, würde ich mal sagen. Es geht in die letzte Kurve rein, ein paar Leute sind wieder an der Box und jetzt wird es halt interessant werden. Haben Ricardo und ich
uns für die gleiche oder für die bessere Strategie entschieden. Albon hat es mal nicht geschafft, der ist hinter uns rausgekommen und wir sind aktuell auf dem 13. Platz. Das ist, würde ich mal sagen, ein Riesenfortschritt. Ocon, der auch vor uns war, ist aber allerdings 2,5 Sekunden vorne. Das wird eher nichts werden. Vielleicht hat aber Daniel Ricciardo die Pace und kann uns da ja quasi mitziehen auf seine Tour. Ja, das ist zu früh eingelenkt, das war verdient hier. Wir gehen in die Runde 15, springen wir nach vorne und da zieht links mal, da geht's Rad an. Ja Mann, Alex, der will hier unbedingt, das war Albon. Ja, das ist natürlich ganz interessant. Wir gehen hier aber mal mit DRS und Windschatten an Daniel Ricciardo dran. Diesmal haben wir die Innenseite. Diesmal kann ich hier später bremsen. Und mir gelingt der Move. 12. Platz und das, obwohl ich vom 21. gestartet bin. Also ich würde mal sagen, das ist bis jetzt schon mal wirklich ein persönlicher Win. Dieser 12. Platz, wirklich. Also 9 Plätze aufgeholt und das in einem ja, Rookie-Team, das, ja, tut mir auch leid, ich wollte ihn nicht irgendwie abdrängen. Ich habe ihn einfach viel zu spät kommen sehen und dachte auch nicht, dass der da reingeht. Und ja, wie ich gemerkt habe, dass der dann doch da durch will, habe ich dann direkt die Tür aufgemacht. Hier gegen Daniel Ricciardo, spät gebremst, aber auch er konnte da nichts machen. Wir gehen aus der letzten Kurve raus und Ricciardo wird hier den Gegen-Move probieren. Wir bleiben mal mittig. Ich weiß, die erste Kurve erfordert viel Grip und vor allem auch viel Schwung, aber der macht es halt wirklich klug. Der bremst genau mittig an und da kann ich nicht viel machen, außer klein beigeben. Ricciardo wieder vorbei. Das ist natürlich ärgerlich, aber immerhin zieht er uns jetzt. Wir sind auch nur 2,4 Sekunden von Esteban Ocon weg. Was bedeutet, das ist keine große Gap. Da komme ich neben die Strecke. Jetzt bin ich halt ein bisschen aus dem Rhythmus draußen, ein bisschen auch ja, verwundert. Matt, das ist halt wirklich, wenn du da back-to-back überholt wirst, das ist halt nicht schön. Aber damit muss man klarkommen, gerade wenn man mit einem Anfängerteam ganz hinten herum cruist, ist auch das ein oder andere Rennen Dogshit und das andere wirklich herausragend. Guckt gerne oben rechts in der Playlist vorbei, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Es geht hier in die Zickzack-Kurve rein, danach gibt es wieder DRS, ich bin wieder nah dran. Reicht es auch diesmal, um ihn irgendwie in Bedrängnis zu setzen? Wir täuschen mal rechts an, ich probiere diesmal die linke Seite. Vielleicht ein besserer Exit. Nein, das funktioniert gar nicht. Ricciardo hat hier einfach mal stur abgedeckt. 17. Runde gehen wir hier mit den letzten beiden Kurven zu Ende. Und wir kommen Esteban Ocon näher. Also es sind immer um die 2,5 Sekunden. Der Ocon kann sich dann nicht irgendwie, ja, da kann sich nicht absetzen. Das könnte zum Schluss hin wirklich noch eine interessante Sache werden da vorne. 2,3 Sekunden. Ja, Ricciardo zieht ordentlich die Pace an. Der ist sogar schon unter den 2 Sekunden. Das tut mir aber persönlich nicht weh, weil ich halt genau weiß, solange ich nur 999.000stel hinter ihm bin, habe ich genauso das DRS, wie wenn ich 0,01 hinter ihm bin oder in dem Fall halt daneben ihn. Egal, ihr wisst, was ich meine. Es geht hier runter, erster Sektor vorbei. Sodala, rein hier. Jetzt kommt aber auch schon ordentlich Druck wieder von hinten mit Alex Albon, der es hier versucht. 9% ERS sind nur noch da. Ich muss hier zaubern, um da vorne zu bleiben. Ricciardo ist leider draußen. Nein, es hat gereicht, Leute. Wegen 70.000stel reicht es hier, um an den Ricciardo wieder dran zu kommen. Mit dem Setup kannst du wirklich diese Kurven perfekt fahren. Und da sind es nur noch ein bisschen mehr als 2 Sekunden. Jetzt sogar unter 2 Sekunden. Zuerst der Ocon. Das wird in den nächsten 2 Runden wirklich ganz, ganz brenzlig werden. Und ganz, ganz eng, Leute. Oh mein Gott, da war ein Slide drinnen, den konnte ich dann aber gleich gut benutzen, um aus der letzten Kurve halbwegs dolner rauszukommen. Und das ist halt wirklich dieses DRS, dieses Catchen und so weiter, es macht halt wirklich unnormal Bock. Ich weiß, es hört sich dumm an für einen, der in einem Hinterwäldler-Auto hier rumcruisen muss, aber es macht halt wirklich auch viel Bock, jede Tausendstel rauszuquetschen, jede DRS-Zone irgendwie mitnehmen zu müssen, weil du sonst in Gefahr bist, da direkt von den Hinterleuten überholt zu werden. Es ist tatsächlich ein sehr, sehr interessantes Katz-und-Maus-Spiel. Wir sind mittlerweile in der letzten Runde angekommen. Esteban Ocon ist nur noch ja, knapp eine Sekunde, ja, es ist sogar ein bisschen weniger als eine Sekunde vor Daniel Ricciardo. Das bedeutet, es kommt zum finalen Showdown hier in den letzten beiden Sektoren. Wir dürfen auch unseren Heckflügel aufklappen. DRS ist aktiviert, kein ERS ist aber allerdings da, was bedeutet, dass Daniel ein bisschen weiter wegkommen wird. Ich decke auf der Innenseite ab,
harte Kurve, ja. Ich konnte ja nichts machen, ich habe viel zu spät eingelenkt, aber hat mir jetzt auch nicht viel Zeit gekostet. Daniel Ricciardo versucht es jetzt hier an der Außenbahn gegen Esteban Ocon. Es geht hier um einen Punkt. Quetschen wir uns da daneben und gehen ebenfalls an Esteban Ocon vorbei. Kann es noch irgendwie funktionieren, auch an Daniel Ricciardo vorbeizugehen? Ab in die letzten beiden Kurven an. Es funktioniert nichts. Ich muss aufpassen, nicht gegen Ocon überholt zu werden, aber das war's, Leute. Wir beenden das Rennen tatsächlich auf dem 11. Platz. Knapp am Punkt gescheitert, aber wirklich, die Leistung lässt heute nichts aus. Es war so ein geiles Rennen. Es hat unnormal Bock gemacht und ich hoffe, euch auch. Und das ist die karierte Flagge für den Sieger des Grand Prix, Oscar Piastri. Und das ist der Sieg auf der Heimstrecke. Ein toller Ort, um das zu schaffen. Die Fans sind begeistert. Das war eine tolle Leistung das ganze Wochenende. Die Fans haben bekommen, was sie erwartet haben. Die Fahrer sind auf dem Weg hinaus zur Siegerehrung mit McLaren an der Spitze. Gratulation an das gesamte Team für diese fantastische Leistung. Sieht es gut aus. Wir holen immer mehr Punkte, aber auch Chano hatte ein verhältnismäßig sehr starkes Rennen. Er ist auch im Qualifying ähnlich gut wie ich gefahren, aber man kann halt auch wirklich nicht sagen, die Konkurrenz hier in Melbourne ist wirklich sehr stark. Es hat nicht gereicht für die Top 10. Das war wirklich mein sehnlichster Wunsch. 99.000 gibt es trotzdem dazu und wir haben jetzt 2 Millionen, die wir ausgeben dürfen. Es ist wieder mal was fehlgeschlagen, das tut natürlich extrem weh. Es wird in Japan auf jeden Fall weitergehen, das wird auch ein hartes Rennen werden. Suzuka mit diesem Auto, das noch keine aerodynamischen Features hat oder auch noch keinen Antrieb, ist nicht so wichtig. Aber egal, das sehen wir dann auf jeden Fall morgen oder übermorgen. Dass ihr das nicht mehr verpasst, würde ich mich gern freuen, dass ihr auch hier gern folgt. Walter Bottas wird mein Rivale. Das ist gut, glaube ich, würde ich mal sagen. Japan ist also morgen oder übermorgen dran. Das Wochenende wird auch wieder cool, denn die Formel 1 ist in Budapest zu Gast. Ich hoffe, ihr seid auch hier wieder bei mir zu Gast. Also abonniert gern kostenlos den Channel, schaut gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei. Links wie immer natürlich alle unten in der Bio. Falls euch meine Videos gefallen, würde ich mich gerne über einen Däumchen nach oben freuen. Und wir sehen uns hoffentlich morgen auf TikTok, morgen auf YouTube oder natürlich später auf TikTok noch einmal. Bis dahin, danke fürs Zugucken und ciao.